Atlantis. Als strahlende Metropole soll das sagenumwobene Inselreich vor tausenden von Jahren die mächtigste Seemacht auf unserem Globus dargestellt haben. All die Schilderungen über gigantische Gold- und Silberschätze, prächtige Gebäude und blühende Landschaften werden allerdings von einem großen Problem überschattet. Von Atlantis fehlt seit Jahrhunderten jede Spur. Tatsächlich ist es in den Reihen der Forscher seit jeher heiß umstritten, ob das mystische Reich überhaupt existierte. Welche Legenden die weltberühmte versunkene Stadt umwehen und welche uralte Karte womöglich den wahren Standort des verlorenen Reichs verrät, erfahrt ihr in unserem heutigen Video. Der Atlantis-Mythos. Dass wir heutzutage überhaupt erst etwas über das sagenumwobene Atlantis wissen, haben wir niemand Geringerem als dem antiken griechischen Philosophen Platon zu verdanken. So wird die Insel erstmals in den Dialogen Timaios und Kritias erwähnt, die der Denker um das Jahr 360 vor Christus verfasste. Der erste Kritikpunkt, der uns daran zweifeln lässt, dass es Atlantis einst wirklich gegeben hat, befindet sich bereits in der Aufmachung dieser Werke. Obwohl es sich bei den Protagonisten in Platons Dialogen zwar um reale historische Persönlichkeiten handelt, sind die Gespräche, die der Philosoph ihnen zuschreibt, rein fiktional. Platon bediente sich dieses Kniffes, um den Leser die Kernaussagen seiner Dialoge authentisch zu vermitteln, anstatt sie wie dogmatische Belehrungen zu verfassen. Doch wie soll das mächtige Inselreich, ganz gleich ob real oder ausgedacht, eigentlich im Detail ausgesehen haben? Im Kritias liefert uns Platon diesbezüglich eine umfassende Antwort. Demnach habe es sich dabei um ein gigantisches Reich gehandelt, das größer als Libyen und Asien zusammen gewesen sei. Das prunkvolle Herz von Atlantis bildete dabei die Insel des Atlas, auf dem sich die wertvollsten Rohstoffe in Hülle und Fülle vorfinden ließen. Neben dem reichen Gold- und Silbervorkommen war es vor allem das legendäre Metall Oreichalkos, das den natürlichen Wohlstand des Reiches repräsentierte und von Platon als feurig schimmernd beschrieben wurde. Das Landschaftsbild von Atlantis habe sich aus den unterschiedlichsten Bäumen und sprießenden Pflanzen zusammengesetzt. Doch auch viele exotische Tiere nannten das Inselreich ihr Zuhause, von denen der Elefant der gewaltigste von allen war. Mithilfe von ausgeklügelten, künstlich angelegten Kanälen gelang es den Bewohnern, ihre überaus fruchtbare Heimat mit dem nötigen Wasser zu versorgen. Die Mitte der Hauptinsel wurde von einer 3000 x 2000 Stadien großen Fläche geziert. Dabei entspricht die Maßeinheit eines Stadions in etwa 180 Metern. Die entsprechende, folglich mehrere hundert Kilometer große Ebene war wiederum von rechtwinklig angelegten Kanälen eingefasst und durchzogen. Die mächtige, auf einem Berg gebaute Wehranlage der Hauptstadt, die sogenannte Akropolis, wurde indes von drei ringförmigen Kanälen umschlossen. Nicht weniger prächtig als die Akropolis war ein gigantischer Tempel, der dem griechischen Meeresgott Poseidon gewidmet und mit Gold, Silber und Eureuchalkos überzogen war. Auch die goldenen Statuen, das riesige Hippodrom und die Wohnstätten der Herrscher, die sich in den innersten Bezirken der ringförmig aufgebauten Städten befanden, spiegelten den Wohlstand und die Macht von Atlantis auf unvergleichliche Art und Weise wider. Angesichts der überlieferten Hintergrundgeschichte des mystischen Inselreiches dürfte es wahrlich niemanden verwundern, dass Atlantis damals schnell zur absoluten Weltmacht emporstieg. So soll es kein geringerer als Atlas, der Sohn des Poseidon gewesen sein, der den Thron von Atlantis als erster bestieg. So herrschten der Spross des Meeresgottes und seine Nachfahren über die Hauptstadt und machten aus dem ursprünglich ländlich geprägten Eiland im Laufe der Jahre eine berühmt-berüchtigte Seemacht, die immer mehr Gebiete eroberte. Das Heer von Atlantis bestand aus 240.000 Mann, die an Bord von 1200 Kriegsschiffen jedem Feind das Fürchten lehrten. Nachdem das Inselreich einige Gebiete Europas unterworfen hatte und auch in Nordafrika bis an die Grenzen Ägyptens vorgestoßen war, schien es, als könnte der weitere Vormarsch von Atlantis nicht mehr aufgehalten werden. Schließlich gelang es jedoch den zahlenmäßig unterlegenen Athenern, die Krieger des mächtigen Inselreiches in die Knie zu zwingen. Glaubt man der Legende, so war es jedoch nicht das Kriegsgeschick der Athener, sondern der Zorn der Götter, der die Niederlage Atlantis und schließlich auch den endgültigen Untergang der Seemacht besiegelte. So hatten die Könige von Atlantis den Unmut der Gottheiten auf sich gezogen, da sie von Gier, Macht und Reichtum besessen waren und sich selbst für unbesiegbar hielten. Doch auch die zunehmende Vermischung des einst göttlichen Herrschergeschlechts mit Normalsterblichen führte letztendlich dazu, dass das Schicksal von Atlantis vor einem göttlichen Gericht beschlossen wurde. Um die selbst überschätzten Gebieter und Bewohner des Reiches für ihren Hochmut zu bestrafen, beschworen die Götter eine schwere Naturkatastrophe herauf, infolge derer Atlantis um das Jahr 9600 vor Christus vom Meer verschlungen wurde. Legende oder Wahrheit? Darüber, wie die Atlantis-Ausführungen Platons korrekt zu deuten sind, kursiert bereits seit vielen Jahrhunderten eine kontroverse Debatte. So ist die eine Seite davon überzeugt, dass die in den Dialogen beschriebene Seemacht in Wahrheit niemals existiert hat.
Demnach benutzte der Philosoph das mystische Inselreich schlichtweg als Metapher, um die Athener davor zu warnen, nicht wie Atlantis an der eigenen Expansionssucht zugrunde zu gehen. Die Kritik an dieser Deutungsweise fußt unter anderem darauf, dass Platon die von ihm frei erfundenen Erzählungen stets deutlich als fiktionale Werke gekennzeichnet hatte. Zudem sei eine derart ausführliche und präzise Beschreibung des Inselreichs, wie sie von Platon vorgenommen wurde, schlicht und ergreifend unnötig gewesen, wenn es sich bei Atlantis lediglich um ein ausgedachtes Symbol gehandelt hätte. Zudem tauchen einige Passagen der Atlantis-Erzählungen auch in anderen Dialogen Platons auf, die gemeinhin als eindeutig historisch verstanden werden. Tatsächlich halten es viele Menschen, die an die Existenz von Atlantis glauben, für wahrscheinlich, dass Platon die Berichte über das Inselreich erst auf einer Ägyptenreise zu Ohren bekommen hat und sich die Legende folglich überhaupt nicht selbst ausgedacht haben kann. Doch auch diese Geschichte ist angreifbar. So ist bis heute nicht einmal sicher, ob Platon wirklich in Ägypten gewesen war. Sollte er das Pharaonenreich jedoch besucht haben, wäre er auf die Hilfe eines Übersetzers angewiesen gewesen. Doch auch in diesem Falle ist unklar, wie der Philosoph die Atlantis-Erzählung später adaptierte und möglicherweise erweiterte. Die Streitfrage, ob es Atlantis einst wirklich gegeben hat, wird vor allem dadurch befeuert, dass von den versunkenen Ruinen des Reiches seit jeher jede Spur fehlt. Obwohl in der Vergangenheit bereits zahllose Lokalisierungsversuche unternommen wurden, welche Atlantis an den unterschiedlichsten Stellen der Welt vermuteten, war es bisher keinem Menschen vergönnt, die Überreste der einstmals blühenden Seemacht zu entdecken. Folgt man einer gleichermaßen spannenden wie kontroversen These, so lag die Antwort auf die Frage, wo sich Atlantis verbirgt, jedoch schon seit Tausenden von Jahren direkt vor unserer Nase. Der Weg nach Atlantis? Die Historien des Herodot sind das einzig erhaltene Werk des weltbekannten antiken griechischen Geschichtsschreibers. Im Detail wurden die 9 Bücher umfassenden Historien im 5. Jahrhundert vor Christus angefertigt, wo sie einen Überblick über die wichtigsten historischen Ereignisse innerhalb eines Zeitraums von rund 220 Jahren geben. Ausgehend von diesen Beschreibungen entstanden schließlich mehrere Karten der Welt des Herodots, welche unseren Globus so darstellten, wie er vom griechischen Schriftsteller vor vielen hunderten Jahren verstanden wurde. Wenn wir die entsprechenden Karten nun einmal genauer in Augenschein nehmen und unseren Blick südwestlich des italienischen Stiefels schweifen lassen, sehen wir dort einen kleinen, aber denkbar spektakulären Eintrag. Atlantis. Doch was bedeutet diese Beschriftung, die wir auf den Karten der Welt des Herodots immer wieder zu sehen bekommen? Wusste der antike Schriftsteller, wo sich die sagenumwobene Stadt befand? Hat er die prächtigen Ruinen des Reiches womöglich selbst besucht? Doch warum befinden sich die Überreste der Seemacht allem Anschein nach im heißen Wüstensand der Sahara und nicht wie oft vermutet auf dem Grund des Meeres? Bevor wir nun die Koffer für unseren nächsten Trip nach Atlantis packen, sollten wir uns zunächst einmal anhören, was die Gegenseite zu den entsprechenden Karten zu sagen hat. So dürfen wir hierbei nicht vergessen, dass Herodot selbst niemals eine Weltkarte angefertigt hat. Wie bereits erwähnt, fußen die entsprechenden Darstellungen lediglich auf den verbildlichten Interpretationen seiner Werke. Darüber hinaus hatte Herodot ein Inselreich namens Atlantis niemals selbst erwähnt. Der entsprechende Mythos wurde erst einige Jahre nach dessen Tod von Platon in die Welt getragen. Nichtsdestotrotz erkennen einige Personen in der Weltkarte Herodots den Beweis dafür, dass Atlantis tatsächlich existiert hat. Darüber hinaus sehen sie durch den angegebenen Standort des Reiches eine aufregende These bestätigt. Atlantis liegt in Wahrheit nämlich mitten in der Wüste. Das Auge der Sahara. Fest steht, der Standort von Atlantis, den wir auf den Weltkarten Herodots vorfinden, und die Position vom sogenannten Auge der Sahara scheinen tatsächlich übereinzustimmen. Doch was hat es dann mit diesem surreal anmutenden Gebilde inmitten der Sahara im Detail auf sich? Und wie kommt es, dass das Auge der Sahara von manchen Menschen für die Überreste von Atlantis gehalten wird? Aus rein objektiver Sicht handelt es sich bei Guelb Errichat, so die offizielle Bezeichnung, um ein ringförmiges, kraterähnliches geomorphologisches Gebilde, welches einen Teil der Sahara in Mauretanien ziert. Dabei ist es vor allem die ringförmige Anordnung des Objekts, die einige Personen zu der Überzeugung verleitet, dass wir es hier mit den Ruinen des einstigen Weltreiches zu tun haben. Im Detail weisen diese Ringhügel einen Durchmesser von bis zu 45 Kilometern auf und ragen jeweils einige Meter über den Erdboden. Von Gold, Silber und dem sagenumwobenen Eurychalkos fehlt dabei jedoch jede Spur. Die Ringhügel bestehen aus Sedimentgestein. Nehmen wir nun einmal an, dass das Auge der Sahara tatsächlich die Ruinen von Atlantis darstellt. Wieso lassen sich dort dann keine Gebäudereste oder Alltagsgegenstände aus der damaligen Zeit finden? Doch auch diejenigen, die in der Struktur nicht die Überreste des Inselreiches sehen, können keine stichhaltige Antwort auf die Frage liefern, wie das Auge der Sahara einst entstand. Die Erklärungsansätze dazu reichen von einem Meteoriteneinschlag über eine vulkanische Explosion bis hin zu natürlichen geologischen Prozessen. Da das Auge der Sahara sogar aus dem Weltall zu sehen ist, wurde es bei einigen Raumfahrtmissionen bereits als wichtiger Orientierungspunkt genutzt.
Tja Leute, jetzt seid ihr an der Reihe. Glaubt ihr, dass Atlantis wirklich existiert hat? Falls ja, handelt es sich beim Auge der Sahara tatsächlich um die Überreste des mächtigen Inselreiches? Schreibt uns eure Gedanken zu unserem heutigen Video gerne in die Kommentare. Wenn ihr schon mal dabei seid, denkt auch dran, unseren Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu bimmeln, um von jetzt an immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.